Herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Philipp Reich Show. Heute zu Gast ist Felix Neuhaus. Felix ist Physiotherapeut, Personal Trainer, Heilpraktiker, KPNI-Therapeut und vieles, vieles mehr. Vor kurzem hat er seine eigene Praxis in Dortmund aufgemacht und betreut aber über Remote eigentlich in ganz Deutschland Klienten. Seine Steckenpferde sind das Thema Darmgesundheit, Konzentrations- und Fokusprobleme und, was wir alle kennen, dass wir uns nicht entspannen können. Ja, Felix, habe ich irgendwas vergessen? Ja, erstmal hallo. Vergessen eigentlich nur, dass es nicht nur in Deutschland ist, sondern eigentlich im ganz deutschsprachigen Raum, dass ich Leute eben ja teilweise auch online begleite. Und ja, ansonsten trifft es, glaube ich, schon sehr gut zu. Hast du Klienten in Österreich und in der Schweiz? Ja, eigentlich mehr oder weniger dauerhaft. Im Moment sind es zwei aus Österreich und jetzt gerade mal keiner aus der Schweiz. Ist aber ja auch letztendlich nicht so wichtig, woher die kommen. Wenn die Deutsch können, dann passt das meistens schon. Stark, ey, das wusste ich auch nicht. Krass. Okay, ja. Thema heute soll ja die Darmgesundheit im Verhältnis zur sportlichen Leistungsfähigkeit sein. Vielleicht als kleine Einstiegsfrage, wo gibt es da überhaupt Zusammenhänge? Warum ist das wichtig? Warum der Darm beim Sport wichtig ist? Ganz einfach. Alles, was wir essen, müssen wir aufnehmen und müssen wir, naja, verstoffwechseln, damit der Körper letztendlich leistungsfähig sein kann, damit wir Leistung erbringen können. Kommt es jetzt also irgendwo auf dem Weg zu Problemen, kannst du definitiv nicht 100% deiner Leistungsfähigkeit abrufen. Und da haben wir eigentlich schon die große Schnittmenge. Darüber hinaus hat dein Darm 500 Quadratmeter, vielleicht auch ein kleines bisschen mehr oder weniger. Das ist die größte Oberfläche deines Körpers. Kommt es hier zu Problemen, wird dein Immunsystem aktiv. Wenn dein Immunsystem aktiv ist, wird es auch wieder Energie ziehen. Das heißt, dein Akku wird wieder leerer. Und das ist ja das, was wir im sportlichen Bereich eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja einen möglichst vollen Akku. Okay, das heißt, wenn mein Darm irgendwie gestresst ist, kann ich Nährstoffe erstmal nicht so gut aufnehmen, was mich wiederum daran hindert, gut zu regenerieren. Verstehe. Was wären denn so die Grundlagen dafür, dass mein Darm möglichst wenig entzündet ist oder wenig Stress hat, sagen wir es mal so? Stress würde ich jetzt noch mal ein kleines bisschen ausklammern, weil Stress kann viele Ursachen haben. Das Thema vernünftige Verdauung beginnt eigentlich schon außerhalb des Körpers. Bedeutet, mal eben noch auf dem Weg zum Training laufend sich einen Apfel und eine Banane reinschieben, macht keinen Sinn. Wir hatten mal früher das Wort Mahlzeit. Wir nehmen uns Zeit fürs Essen. Wir essen möglichst in einer, ich sag mal, entspannten, ruhigen Situation und nicht mal eben an einer roten Ampel schnell ins Brötchen beißen. Da geht es schon los. Drei, vier, fünf Mal am Tag zu essen macht genauso wenig Sinn. Dafür sind wir eigentlich nicht gemacht. Und dann natürlich auch im Verlauf der letzten 10, 15 Jahre hat sich das Thema Ernährung ja etwas als Ersatzreligion bei vielen gemausert. Völlig egal, ob wir da jetzt in die Richtung Paleo, Vegan, Trennkost, was auch immer. Ey, am Ende ist es nur Essen. Nicht mehr und nicht weniger, es ist Essen. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Weil Essen ist eigentlich nicht kompliziert. Wir haben es aber irgendwann mal kompliziert gemacht, weil kompliziert kann man in Deutschland sehr gut verkaufen. Und wenn du jetzt einen Darm hast, der vielleicht nicht ganz so großartig mit Kohlenhydraten zurechtkommt, das kann man messen.
dann nützt es nichts, wenn du jetzt jeden Tag dir deine 300 Gramm Kohlenhydrate einverleibst. Da kannst du noch so viel Sport machen, da kannst du noch so oft gehört haben, dass Kohlenhydrate für sportliche Leistungsfähigkeit unerlässlich sind, gerade bei Spielsportarten, bei Start-Stopp-Sportarten. Wenn dein Körper damit nicht vernünftig umgehen kann, dann nützt es nichts, das zu essen. Du würdest nicht in dein Auto, das einen Supermotor hat, Diesel reinkippen. Völlig klar. Ja. Warum machen wir das dann bei unserer täglichen Ernährung? Macht keinen Sinn. Hm? Ich glaube, vielen ist nicht klar, dass es da eben überhaupt solche Zusammenhänge gibt. Ich denke mal, jeder kennt so dieses Bild vom Fußballer, der sich vorm Spieltag, den Abend vorher eben immer diesen riesigen Teller Pasta reinhaut, damit sozusagen die Kohlenhydratreserven aufgeladen sind. Und wir setzen das dann sozusagen alltäglich um, weil wir denken, wir brauchen immer volle Speicher. Ja, ist ein Riesenproblem. Diese Pasta-Partys, die man halt auch gerne aus dem Ausdauersport kennt, funktionieren tatsächlich bei den wenigsten Athleten und bei denen es funktioniert. Das sind im Regelfall dann aber auch die Top-Leute. Jetzt muss man dann natürlich auch immer überlegen, wen habe ich denn hier gerade vor mir sitzen? Habe ich jetzt jemanden, der wirklich auf national, internationalem Level ganz weit oben ist, der vielleicht auch einen Verdauungstrakt hat, der das aushalten kann? Oder habe ich jetzt, einen ambitionierten Hobbysportler, der letztendlich einfach nur am Wochenende mit seiner Mannschaft ein Spiel hat, eine Saison hat über 16, 18, 20, 24 Wochen und so weiter. Dieses Ernährungsmanagement muss komplett anders aussehen als ein Vollzeitathlet, der im Jahr 5 Wettkämpfe hat. Das ist ein komplett anderes System letztendlich, was man da fahren muss. Ja. Was wäre denn aus deiner Perspektive eine ganz gute, also ich weiß, man kann es nicht runterbrechen auf die Allgemeinheit, aber vielleicht kannst du mal sagen, was so für die meisten gehen würde, beispielsweise Menschen, die zum Beispiel Hallenvolleyball spielen, da ist dann das Spiel irgendwie samstags 15 Uhr, zwei Spiele hintereinander, wenn du zu Hause spielst und ein Spiel, wenn du auswärts spielst. Wie könnte meine Ernährungsroutine aussehen, wenn ich da Samstag meine Spiele habe und dann an den Spieltagen topfit sein möchte? Also wenn ich wenigstens darauf achten will, dass ich da an meinem Leistungslimit arbeiten kann. Ja. Okay, wenn ich Samstag um 15 Uhr mein Spiel habe, dann beginnt eigentlich Donnerstagabend die Vorbereitung, was das angeht. Spätestens aber ab Freitagmittag. Okay. Bedeutet, dass ich in den 24 Stunden vor dem Spiel eher für mich leicht verdauliche Nahrung zu mir nehme. Leicht verdaulich ist im Grunde alles das, was gebacken ist. Ich rede jetzt nicht von Kuchen. Wollte gerade sagen, ein schöner Kuchen noch. Schokokuchen hat er gesagt, das kann ich vor dem Spiel essen. Genau. Ja. Großartig. Nein. Aufläufe ohne Käse und Sahnesoße. Gebackenes Gemüse letztendlich. Das sind so Sachen, die wunderbar funktionieren. Mit relativ magerem Fleisch. Also ich sage jetzt mal typisch Pute, Hähnchen, wie auch immer. Schweinefilet. Ist auch sehr, sehr mageres Fleisch, obwohl Schwein ja leider in den letzten Jahren einen schlechten Ruf bekommen hat, warum auch immer. Macht jetzt keinen Sinn, freitagsabends dann ein dickes Steak essen zu wollen, was am besten noch medium oder englisch gebraten wird. Das ist wieder etwas, was sehr, sehr schwer zu verdauen ist. Es gibt einen Grund, warum der Mensch das Feuer beherrscht. Das sollten wir nutzen. Dann sollten wir vorm Spiel definitiv kein Steak essen. Leicht verdaulich und eher nicht so große Mengen. Es macht für die meisten Sportler und Sportlerinnen Sinn, sich den Tag davor den Bauch nicht voll zu hauen. Bedeutet,
ganz konkret, ich habe Samstag um 15 Uhr das Spiel, freitags mittags, freitags nachmittags gibt es einen kleinen Snack, gerne auch Obst. Dann hast du deine Kohlenhydrate, wenn du die unbedingt brauchst, vielleicht auch psychisch. Freitagabend gibt es dann, ja, ich sag mal, einen Auflauf mit mehreren Gemüsen, Kartoffeln, Paprika, Zucchini, wenn du keine Allergien hast. Dann mit ein paar Eiern und ein bisschen Fleisch dazu, Hackfleisch als Beispiel. Samstagmorgen bzw. Samstag im Verlauf des Vormittags maximal einen Kaffee und nochmal ein kleines bisschen Obst und das war's dann. Wenn du zwei Spiele hast, würde ich nach dem ersten Spiel oder auch schon während des ersten Spiels definitiv mit Aminosäuren und Elektrolyten arbeiten, weil es einfach schneller geht, als ein komplettes Eiweiß zu nehmen, weil Aminosäuren sind ja im Grunde aufgebrochene Eiweiße. Das geht einfach schneller. Ja. Und ja, das wäre, glaube ich, so ein ganz grober Fahrplan, der für die meisten Leute funktioniert. Das heißt, im Prinzip an dem Samstag dann würdest du relativ wenig essen. Ja. Also Frühstück, wie könnte da ein Frühstück aussehen, so ein typisches? Eine Banane und einen Apfel. Ernsthaft? Oder, also wirklich, ja. Wirklich so wenig, ja? Ja, alternativ, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ich brauche aber ein kleines bisschen im Bauch. So ein typischer Porridge, oder früher nannte man es Haferschleim, ein Porridge mit von mir aus noch ein kleines bisschen Eiweiß dazu, wenn man es denn verträgt. Eine Banane kann man auch da noch mit reinschneiden, wenn man jetzt eben ein bisschen mehr Volumen haben möchte. Aber tendenziell eher zu wenig, dass du sogar fast ein kleines bisschen hungrig in so ein Spiel gehst, macht wahrscheinlich mehr Sinn für deine Leistungsfähigkeit. Ich habe ja lange Jahre sehr erfolglos Handball gespielt. Und da gab es immer so den Spruch, nach dem ersten Schlag hast du eigentlich am besten gespielt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wahr. Also wenn wir ein kleines bisschen, ja, schon mal einen mitgekriegt haben von der Seite, wenn wir ein kleines bisschen hungrig sind, da funktionieren unsere Stresssysteme eigentlich am besten. Und das ist das, was wir im Spiel haben wollen, weil dann sind wir wach, sind wir fokussiert. Und wahrscheinlich macht das ein kleines bisschen mehr Sinn. Das sind diese 2-3%, die du mehr hast. Und auch deswegen nicht ganz so viel Kaffee vor dem Spiel, weil du sonst überdrehst. Es geht ja immer um eine Regulierung dieser ganzen Systeme. Ja. Also nicht vor dem Spiel eine Kanne Kaffee intravenös, das macht keinen Sinn. Dann bist du halt überdreht und wieder fahrig. Mein Ding war es immer vor den Spielen, mir noch einen Kaffee auf Ex reinzuziehen, weil das meine Stresssysteme aktiviert hat. Aber vielleicht war das teilweise auch ein bisschen viel. Also Volleyball spielst du ja so in Sätzen und der erste Satz, den habe ich meistens ein bisschen, wenn man so will, verpennt, weil ich ein bisschen zu aufgedreht war. Also den Kaffee müsste ich mir also ernsthaft verkneifen. Krass. Ja, können wir noch mal ein anderes Beispiel machen, weil viele Zuhörer eventuell auch Beachvolleyball spielen. Und da wäre es im Prinzip eine andere Herangehensweise. Da hast du am Samstag meistens oder am Sonntag so ein ganzes Turnier. Das heißt, das geht dann irgendwie um 10 los, das erste Spiel. Und du hast dann potenziell gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr dein letztes Spiel, wenn du eben entsprechend weit kommst. Die Spiele sind nicht so extrem lang, aber du hast immer wieder ziemlich große Pausen dazwischen. Das heißt, du spielst irgendwie um 10, dann spielst du nochmal um 11, dann spielst du wieder um 2, halb 4 und dann, wenn du ins Finale gekommen bist, oder Halbfinale 16 Uhr und 17 Uhr. Wie wäre da deine Ernährungsstrategie? Also du kannst vielleicht auch wieder Freitag anfangen, das war eigentlich ganz schön eben, und dann über den Tag hinweg, weil ich hatte es da schon oft, dass ich dann in so einen Hungerast reingekommen bin,
Dann hatte ich aber einen zu vollen Bauch vor den Spielen oder während der Spiele. Also es war immer so ein Wechsel zwischen den Extremen. Erst zu doll Hunger, dann zu voller Bauch. Und meine richtige Mitte habe ich da nicht gefunden. Ja, auch da würde ich wahrscheinlich schon am Donnerstag dann anfangen. Nein. Aber die Tage vorm Spiel würde ich den Koffein tatsächlich so gut es geht reduzieren, beziehungsweise rausnehmen tatsächlich. Zwischen den Spielen, auch da würde ich wahrscheinlich wieder mit kleinen Mengen Aminosäuren arbeiten. Kleine Mengen bedeuten irgendwo zwischen 5 und 10 Gramm. Mehr nicht. Ganz einfach deshalb, dein Körper verfügt über Reserven für Wochen bis Monate. Also diese Angst, da wirklich in einen Mangelzustand zu kommen, das, in Mitteleuropa passiert das nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn wir jetzt von austrainierten Top-Athleten sprechen, auch da passiert das nicht. Wir haben gerade bei Start-Stopp-Sportarten geht es ja oft auch eben um diese Glykogenspeicher. Und daher kommt ja dieses ganze Märchen mit der Pasta-Party. Wir haben so viel Glykogen in unserem Körper gespeichert, dass wir locker einen ganzen Tag davon zehren können. Geschweige denn bei diesen kurzen Belastungszeiten, wie wir sie im Volleyball, Handball, Basketball eben haben. Das ist nicht relevant. Wichtiger ist da tatsächlich eben die Aminosäuregeschichte, einmal für die mentale oder ja, für die mentale Leistungsfähigkeit, für die Fähigkeit, fokussiert zu bleiben und für die körperliche Leistungsfähigkeit. Ja, kann man dann natürlich mit ein bisschen Kohlenhydraten arbeiten. Eine sehr, sehr kostengünstige Alternative ist Apfelschorle. Ganz einfach. Wenn man es ein Ja. bisschen klinischer, medizinischer haben möchte, kann man sich reine Glukose kaufen, also reinen Traubenzucker. Den kann man sich in der Apotheke besorgen, den kann man sich auch sicherlich im Internet besorgen. Reiner Traubenzucker funktioniert da auch super, genauso wie Ribose als andere Zuckerform, die man dann nutzen kann, wenn man eher so ein Kohlenhydrat-Typ ist. Und ja, dann muss man die Mengen letztendlich für sich finden. Wenn ich jetzt sehr, sehr leicht bin, brauche ich wahrscheinlich andere Mengen, als wenn ich jetzt 90, 95 Kilo wiege. Das ist wieder typabhängig. Ja, klar. Aber wenn man es jetzt mal wenig klinisch genau haben will, dann kann man einfach sich auch einen Apfel nehmen, eine Apfelschorle und zwischendurch mal eine Banane essen. Das passt gerade für solche Turniertage. In Kombination mit Aminosäuren im Regelfall sehr, sehr gut. Ja, es gibt ja auch diese Amino-Elektrolyt-Kombination. Wahrscheinlich wäre das eigentlich so mit das Beste. Gibt es ja verschiedene Hersteller. Und im Prinzip würde man sich das dann ins Wasser mit reinmischen, Aminosäuren, Elektrolyte und dann eventuell sogar auch noch die Dextrose rein, je nachdem, wie viel du halt brauchst. Ja, wäre das so dein Tipp? Und Genau. würdest du in den längeren Pausen, also jetzt ein Beispiel von eben wäre ja zwischen 11 und 14 Uhr wäre eine relativ lange Pause, würdest du da was zu essen reinziehen? Und wenn ja, was? Weil Ja, in solchen, ja. Frühstück war dann irgendwie sowas wie Porridge auch wieder, oder würdest du an dem Tag vielleicht sogar gar nicht frühstücken? Also nochmal als Reminder, 10 Uhr geht's los mit dem ersten Spiel und ja, dann Mittagspause, was kann man machen? Wahrscheinlich würde ich an dem Tag überhaupt nichts frühstücken. Definitiv nicht. Wenn ich um 10 Uhr das erste Spiel habe, muss ich ja mal spätestens um 9:30 Uhr langsam mal anfangen, meine Gräten irgendwie zu bewegen. Sprich, da würde ich auf jeden Fall vorher sehr, sehr vorsichtig sein mit Nahrungsaufnahme. Weil sonst liegt es dir einfach schwer im Magen. Ja. Auch bei so einer 3-Stunden-Pause, ich stelle immer wieder fest, dass das eher so eine psychologische Komponente ist. Ich muss ja jetzt was essen, sonst bringe ich gleich keine Leistung mehr. Das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Wir wissen mittlerweile bestätigt, dass dein Stoffwechsel sogar besser läuft, wenn du mal länger nichts gegessen hast. Das, was wir oft merken, dass wir fahrig werden, wenn wir mal ein paar Stunden nichts gegessen haben,
Das liegt daran, dass wir einfach nicht mehr, dass unser Körper kein gutes Blutzuckermanagement mehr hat. So, das ist dann problematisch. Das ist etwas, das muss man langfristig im Auge behalten, das muss man langfristig ändern. Wenn ich jetzt einen Wettkampftag habe und um 11 Uhr ist mein Spiel vorbei und ich habe jetzt wieder erst um 14 Uhr ein Spiel, dann esse ich eine Banane, gehe eine halbe Stunde spazieren. Wenn ich es schaffe, versuche ich einen Powernap zu machen und um 13.30 Uhr trinke ich einen Kaffee. Ja, krass. Also ich sehe es theoretisch ähnlich und praktisch fiel es mir dann auch schwer, das dann wirklich so umzusetzen. Also ich habe an solchen Tagen, habe ich dann immer viel irgendwie Reiswaffeln gegessen oder so. Irgendwas, damit ich irgendwas so im Bauch hatte, also wie du es halt gerade gesagt hast. Und mir fiel das auch extrem schwer, zum Großteil drauf zu verzichten. Wenngleich ich auch das Gefühl hatte, wenn ich mir jetzt was Dickes reinhaue, dann habe ich definitiv im nächsten Spiel ein Problem. Ja. Aber diese Diskrepanz ist teilweise so groß, weil du auch Schiss hast, dass du dann abkackst im Spiel, weil du eben zu wenig gegessen hast. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Aber gut, ich denke, man muss es einfach mal ausprobieren, dass man versucht, sich dann eben viel in den Situationen, wo man es dann wirklich erst braucht, mit Dextrose zu behelfen und mit den Aminosäuren plus Elektrolyten. Und ja, das dicke Steak oder die dicke Pizza kann man sich dann auch nach dem Spieltag reinhauen. Dann hat man es auf jeden Fall verdient. Genau. Das Management von jedem Einzelnen ist immer individuell. Was ich den Leuten gerne mitgebe, ist sowas wie 3 Datteln. Ja. Einen halben Apfel, eine halbe Banane. Das sind Mengen im Regelfall ein Ei, ein gekochtes Ei. Jetzt eher mit Kohlenhydraten, mit Proteinen und Fetten. Das sind tatsächlich so Mengen, die funktionieren im Regelfall sehr, sehr gut, ohne dass wir einen Leistungseinbruch erleben. Problematisch ist, es bleibt nicht bei den 3 Datteln, sondern dann fressen wir die halbe Tüte. Das ja, definitiv. Macht dann doch wieder den Einbruch. Ne? Und da kann ich immer nur sagen, pack dir eine Tupperdose mit 3 Datteln. Super. Dann machst du dir von mir aus noch eine Tupperdose, da packst du dein gekochtes Ei rein. Fertig. Ganz einfach. Dann haben wir ja immer noch was zu trinken. Wir haben immer noch die Aminosäuren, wir haben immer noch die Elektrolyte und so weiter und so fort. Jetzt sind wir dann aber auch schon wirklich im High-Level. Für, ich sag mal, ambitionierte Hobbysportler, 2x3 Datteln, 1 Liter Aminosäuren, Elektrolyte-Lösung, fertig. Nein, Spaß haben. Wir dürfen auch noch Spaß haben im Sport, auch wenn es ambitioniert ist. Ja, ich meine, ich spiele jetzt auch Beachvolleyball im totalen Hobbybereich und was man da halt oft sieht, ist, morgens noch zum Bäcker und 5 Brötchen holen, entweder belegt oder unbelegt. Oder Mutti hat am Abend vorher einen dicken Topf Nudelsalat gemacht und der wird dann so über den Tag hinweg gegessen. Und da ist klar, dass das nicht ganz ideal ist. Ja, Wassermanagement muss man auch nochmal gucken, je nachdem, was für ein Wetter ist. Aber ansonsten ist, glaube ich, die Key-Message, die alle mitnehmen können, lieber mal ein bisschen zu wenig essen als wie immer zu viel, damit man einfach aufmerksam ist und, wie hast du es genannt, so ein bisschen gestresst sind durch den Hunger. Wie siehst du es an solchen Tagen mit Koffein? Weil das ist ja auch ein riesiges Problem. Du musst ja bei jedem Spiel muss ja wieder neu hochfahren. Sagen wir mal 5 Spiele am Tag auf einen ganzen Tag verteilt. Wie macht man das am besten, dass man da in irgendein Spiel nicht komplett erledigt reingeht? Schönes Thema, schöne Frage. Die meisten Sportler benutzen viel zu viele Stimulantien. Also viel zu viel Koffein. Gibt auch immer noch genug Sportler, die rauchen. Das ist etwas, kurz vorm Wettkampf mega gut, Koffein zu nutzen. Wir wissen, dass es die Leistungsfähigkeit steigert. Aber auch da brauchst du Kaffee, um leistungsfähig zu sein, hast du ein Problem.
Das sollte eher so ein bisschen die Kirsche obendrauf sein und nicht das Fundament deiner Leistung. als grundlegender Tipp, 3 Tage vor einem wichtigen Wettkampf mal den Kaffee rauslassen und am Wettkampftag dann mal wieder einen Kaffee, einen Espresso, je nachdem. Ich bin mehr der Espresso-Typ, ist weniger belastend im Regelfall für den Darm oder für den Magen-Darm-Trakt. 3 Tage, wie gesagt, mal Koffein rauslassen, am Wettkampftag ein bisschen Koffein nutzen, ein bisschen, um den positiven Effekt zu haben und nicht zu überdrehen, funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut, wenn sich die Athleten darauf einlassen und es tatsächlich auch mal durchziehen, die Stimulantien rauszulassen. Also dieses vom ersten Spiel einen Kaffee, vom zweiten Spiel einen halben Liter Cola und ab dem dritten Spiel jeweils eine Dose Red Bull bringt nichts. Ja, beim Red Bull kann man noch Ibuprofen dazu nehmen dann. also das wäre jetzt wirklich zu viel. Wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich brauche das aber und ich habe gerne diesen kleinen Push, dann würde ich tatsächlich vor jedem Spiel circa 20 bis 30 Minuten vor den Spielen jeweils ein Espresso trinken. Ja. Aber nicht mehr. Also nicht 3 Doppelte. Dann wird es langsam schon wieder heftig. Ne? Das ist aber leider das Problem, dass Koffein halt so weit akzeptiert ist, dass es zu unserem täglichen Push da ist. Leider. Ja. Empfinde ich auch so. Also die Grundlage meiner sportlichen Leistungsfähigkeit ist definitiv Kaffee. Von daher kann ich das nur bestätigen. Bin jetzt auch froh, dass du gesagt hast, es ist okay, vor jedem Spiel ein Espresso zu trinken. Ja, vielleicht können wir nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Ich glaube, die Key Messages von was esse ich vor den Spieltagen oder was esse ich an den Spieltagen ist schon ziemlich gut rübergekommen. Vielen Dank dafür. Du hast jetzt ein paar Mal im Nebensatz gesagt, wenn du es verträgst oder wenn man es verträgt. Und da werden sich natürlich einige fragen, oder ich frage mich auch, was heißt das eigentlich? Also was kann man denn nicht so gut vertragen und wie wirkt sich das wiederum aus? Vertragen werden generell selten Extreme. Jetzt gar nicht nur auf den Sport, sondern ganz allgemein mal gesprochen. Bedeutet, in Deutschland ist ja die allgemeine Ernährungsempfehlung, circa 50% Kohlenhydrate pro Tag zu sich zu nehmen, 20% Eiweiß und 30% Fett, so Pi mal Daumen. Das ist schon wirklich, naja, fast extrem. Ich denke, wir müssen im Regelfall mal wieder sehr viel mehr regulieren bei den Leuten. Bedeutet, es spricht nichts dagegen, Kohlenhydrate zu essen in Form von Reis, in Form von Kartoffeln, von mir aus bedingt auch in Form von Getreiden. Jeden Tag 3-mal Kohlenhydrate zu essen, ist aber deutlich zu viel. Genauso wäre es falsch, schon zum Frühstück ein Steak zu essen. Zum Mittagessen gibt es Steak und abends gibt es eine Frikadelle. Es geht immer ums Extrem. Es macht überhaupt kein nichts. Es ist überhaupt nicht schlimm, einmal am Tag kohlenhydratlastig zu essen, in Form von Kartoffeln, Reis, was auch immer. 3-mal am Tag aber sehr wohl. Bedeutet, wenn dein Frühstück jetzt aussieht, ein bisschen Porridge, da rein ein bisschen Eiweiß. Ich rede jetzt wirklich von ein bisschen, also ich sage mal 50 Gramm Haferflocken mit ein bisschen Milch, Milchalternative oder Wasser und 20 Gramm Eiweiß. Das passt meistens, das können wir ganz gut, das kriegt unser Magen-Darm-Trakt im Regelfall ganz gut hin. Was er nicht gut hinbekommt, sind 300 Gramm Haferflocken, halben Liter Milch und 80 Gramm Eiweiß. Das ist einfach zu viel. Und von dort aus müssen wir dann wieder starten und gucken, wie reagiere ich, weil jeder hat eine eigene Menge, die er verträgt. Hat bei mir und auch bei vielen meiner Schützlinge dazu geführt, dass wir Eiweiß mehr oder weniger komplett rausgestrichen haben, also Eiweiß in Form von Eiweißpulver.
und eher Richtung Aminosäuren gehen, eher Richtung zum Beispiel Kollagen gehen, um ja einfach die Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt deutlich zu verringern. Weil die Aminosäuren im Prinzip, wenn man so will, schon vorverdaut sind oder vorverarbeitet sind und viel leichter aufgenommen werden können. Genau, da muss der Körper ja im Grunde nichts mehr mitmachen. Ein Eiweiß müsste er erst nochmal verdauen. Wenn ich mir jetzt so einen typischen, mein heißgeliebter Whey-Shake nach dem Training, so eine normale Dosis ist ja dann, ich sag mal, 300 bis 500 Milliliter Milch mit ja, so einem bis anderthalb Messlöffeln. Das ist schon verdammt viel. Das kriegt unser Magen-Darm-Trakt kaum hin. Zumindest habe ich jetzt in den letzten Jahren selten Leute erlebt, die das wirklich gut vertragen. Und gut vertragen heißt nicht, dass du nach 20 Minuten nach dem Shake einen knallvollen, knallharten Bauch hast, aufstoßen hast. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass du es nicht vernünftig verträgst. Kann es sein, dass dieses Nichtvertragen dann auch zum Großteil mit der Milch zusammenhängt? Wir wissen ja, dass in der Milch eben ganz viele Nahrungsmittelallergene drin sind, die schwierig zu verdauen sind. A, Laktose, B, ist auch dieses Protein aus Milch, also dieses Casein, auch nicht unbedingt gut verträglich. Wie wäre das, wenn ich einen Shake einfach mit Wasser angerührt hätte statt mit Milch? Naja, erstmal finde ich es im Wasser jetzt nicht so lecker. Ja, das ist wahr. Das ist halt so ein Punkt. Laktose ist tatsächlich gar nicht so oft das Problem, sondern das Problem bei den Allergenen ist das Casein. Also Allergene sind ja letztendlich auch Eiweißstrukturen, auf die unser Körper reagiert. So, und Laktose ist ein Zucker, da kann unser Körper nicht allergisch drauf reagieren. Worauf er sehr wohl reagiert, sind dann eben die Caseine zum Beispiel. Und wir wissen, dass Casein und das Gluten, also das Getreideeiweiß, für über 90% aller allergischen Reaktionen verantwortlich ist. Also wenn ich jetzt keine Tests machen möchte, würde ich die einfach mal rausstreichen. Und ja, du hast völlig recht, gerade das Casein kann auch schon alleine in dem Shake dafür verantwortlich sein. Jetzt muss man dazu sagen, dieser typische Whey-Shake, also das Molke-Eiweiß, das besteht zu 60-70% aus Casein. Und 80 Gramm oder 50 Gramm Eiweißpulver jetzt zu nutzen, das ist das Äquivalent von mehreren Litern Milch, die du jetzt trinken würdest, in komprimierter Form innerhalb von Minuten. Das ist jetzt mal völlig ab von der ganzen Medizin und Wissenschaft und so weiter. Es ist doch völlig klar, dass dein Körper diese Mengen überhaupt nicht aufnehmen kann. Das Problem ist ja, also du kannst ja auch zum Beispiel ein Isolat kaufen, da wäre das im Prinzip schon deutlich besser. Und das ist auch was ich gemerkt habe, seitdem ich Isolat nutze, das vertrage ich 1 Milliarde Mal besser, ist gruselig. Und der größte Fehler ist wahrscheinlich, sich wirklich ein Casein zu kaufen. Also es gibt es ja auch noch jedenfalls zu kaufen bei irgendwelchen Fitnessanbietern. Vor allem ist das so ein Nachtprotein, sagt man ja, was du dann so abends nehmen sollst, weil es eben relativ langsam verdaut wird. Aber ich glaube auch mal gehört zu haben, dass eben dieses langsame Verdauen, das stimmt, aber eben nur deswegen, weil es eben so schlecht verdaulich ist, weil es eben weil es eben allergische Reaktionen hervorruft und du dann eben auch mehr Probleme damit hast. Ja, das ist unheimlich großartiges Marketing, wie ich finde. Ja. Das muss man leider mal so sagen. Das ist unheimlich tolles Marketing, was da gemacht worden ist, dass man den Leuten tatsächlich, ja, ich sag mal, allergieauslösendes Zeug für einen Preis verkauft, meine Herren. Das ist genauso letztendlich wie beim Gluten. Dann hat man irgendwann mal Eiweißbrot gemacht, da ist halt mehr Gluten drin. Das ist der Hammer. Wenn man ja, dann mal. Ja? Es gibt ja auch diese veganen Steak-Alternativen oder Frikadellen-Alternativen.
Oder im Dönerladen gibt es dann eben so Seitan statt Dönerfleisch. Also, dass Dönerfleisch nicht gesund ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber Seitan ist eben auch keine Alternative, weil das ist eben komprimiertes Gluten. Das ist auch genauso wie das Casein, einfach nur zusammengemischter, naja, sagen wir mal zusammengemischter Schrott, wo man einfach als Mensch in der Regel allergisch drauf reagiert. Also da auch gerne nochmal gucken, dass man das Gluten, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wirklich versucht zu streichen. Das ist nämlich auch dieses Thema Brötchen oder Nudelsalat an den Spieltagen. Wenn man sich das so überlegt, du hast gerade gemeint, Casein und Gluten, wobei ich glaube, dass Gluten wahrscheinlich sogar den höheren Anteil hat, dass die zum Großteil der Allergene führen oder der allergischen Reaktion führen bei uns Menschen. Und dann ist das Essen zum Spieltag, Nudelsalat und Brötchen. Dann kann ich mir vorstellen, dass viele Leute dann eben genau an den Spieltagen eben unter ihrem Maximum spielen, allein aus körperlicher Sicht her. Natürlich beim Spiel kommen tausend andere Faktoren noch dazu, aber von der Warte her schraubt man dann seine Spielfähigkeit, glaube ich, auch schon ganz schön runter. Ganz massiv. Es spricht nichts dagegen, ein-, zweimal in der Woche glutenhaltiges Getreide zu essen. Also wenn ich jetzt nach so einem Spiel mit meinen Mannschaftskameraden eine Pizza essen will, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich danach ein Bier trinken will, weil ich habe vielleicht mein Turnier erfolgreich abgeschlossen, alles überhaupt kein Problem. Ein-, zweimal in der Woche ist allerdings anders zu bewerten als mehrmals täglich. Ja. Und es ist wie so oft, dass die Dosis das Gift macht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, hin und wieder mal kleine Mengen Gluten zu essen. Wenn aber in einem Land wie Deutschland nach dem Frühstücksbrot das Pausenbrot kommt, das Mittagessen im Regelfall auch noch mit einer getreidehaltigen Soße abgerundet wird, nachmittags gibt es ein Stückchen Kuchen und abends gibt es auch noch mal eine Knifte auf der Hand. Dann ist das irgendwann zu viel. Ja, genau, ganz genau. Ich glaube, dass wir nochmal darauf eingehen sollten, was da überhaupt im Körper passiert. Also, oder es wäre cool, wenn du darauf eingehen würdest, weil du dich damit besser auskennst. Damit wir uns alle vorstellen können, was heißt das überhaupt, wir reagieren allergisch auf Gluten? Das ist ja für viele noch relatives Neuland. Das bedeutet, ich habe jetzt mein Brötchen gegessen. Das gelangt dann jetzt also in den Magen. Da wird das so ein bisschen vorverdaut und so weiter und so fort und gelangt dann in den Dünndarm. Und jetzt werden die einzelnen Nahrungsbestandteile langsam, aber sicher auseinandergebrochen. Das muss man sich so vorstellen, als kämen da jetzt kleine Scheren und die schnippeln jetzt die einzelnen großen Bestandteile, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, in kleinere Teile. So, das ist das, was Verdauungsenzyme machen. Und beim Gluten wissen wir, dass Gluten mehrere Sachen macht. Zum einen macht es direkt unsere Darmbarriere kaputt, indem es die sogenannten Tight Junctions zerstört. Da gibt es auch ein Laborparameter für. Das ist das sogenannte Zonulin, das freigesetzt wird, wenn die Darmbarriere kaputt geht. Und je höher dieser Wert ist, das kann man im Stuhl messen, das kann man im Blut messen, umso kaputter ist die Darmbarriere. Zum anderen werden die Abbauprodukte vom Gluten, also das wird jetzt klein geschnitten, das Glutenmolekül, diese Abbauprodukte haben wieder mehrere Folgen. Zum einen wird die Peristaltik, also die Bewegung unseres Darms, verlangsamt. Zum anderen werden tatsächlich morphinähnliche Substanzen hergestellt. Das ist das sogenannte Gliadorphin. Das kommt schon im Namen vor, dass es morphinähnlich ist. Und das sorgt für eine schmerzstillende Wirkung. Normalerweise kennen wir das, wenn wir eine Entzündung haben, das tut weh. Und das ist nämlich genau das Problem, wenn wir das ständig haben, dann merken wir das irgendwann nicht mehr. Wenn du jetzt also mal 2, 3 Wochen Getreide wirklich, wirklich meidest und dann isst du auf einmal wieder das typische Brötchen,
dann merkst du auf einmal, wie der Körper darauf reagiert. Und dann ist das immer so ein bisschen die Probe aufs Exempel. Okay, reagiere ich jetzt schon auf die Menge eines Brötchens oder brauche ich dafür mehr? Und das ist wieder individuell. Ne? Reagieren insofern, wenn jetzt die Tight Junctions kaputt sind, also wenn mein Darm langsam, sagen wir mal, löchrig wird, dann kommt unser Immunsystem auf den Schirm, weil unser Immunsystem ist dafür da, um uns zu schützen. Wenn ich jetzt also einen löchrigen Darm habe, habe ich ständig eine Immunsystemaktivität. Und unser Immunsystem als unsere Lebensversicherung wird sich immer die Energie ziehen. Und in der Folge werde ich so ein bisschen träge, wenn ich zwei Brötchen hatte. Ich kann mich vielleicht auch nicht mehr ganz so gut konzentrieren. Ein voller Bauch studiert nicht gern. Ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Und das ist dann genau das, was dann auch im Spiel, was sich auch im Spiel beeinträchtigen würde. Und über die Langzeitfolgen von so krass ungesunder Ernährung brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für wann anders. Wichtig wäre mir nochmal zu erwähnen, vielleicht hast du da auch, oder vielleicht kannst du es bestätigen, dass wir im Prinzip fast alle darauf reagieren. Also es gibt wirklich, im Prinzip gibt es niemanden, es gibt keinen Menschen, der nicht auf Gluten reagiert oder beispielsweise auch auf Casein. Alle haben da ihren Anteil dran. Und es ist nicht so, es gibt die Menschen, die Zöliakie haben, also die es gar nicht vertragen, die Menschen, die laktoseintolerant sind, die das gar nicht vertragen, sondern jeder hat mit beiden Dingen ein ernsthaftes Problem. Die einen merken es nur mehr und die anderen weniger. Also nochmal, Laktose, das ist tatsächlich auch ein genetischer Enzymmangel, eben der Laktase. Ase ist immer das Enzym. Beim Casein ist es tatsächlich so, auch das ist wieder eine dosisabhängige Sache. Wie fast alles im Körper ist es dosisabhängig. Es spricht überhaupt nichts dagegen, mal ein Stückchen Käse, mal ein bisschen Milch, mal was auch immer. Es ist, wie gesagt, die Menge, die es einfach macht. Und unsere typisch mitteleuropäische Ernährung ist leider geprägt von einer großen Einseitigkeit. Wir essen wenig vielfältig. Und das, was wir dann essen, das essen wir meist noch in zu großen Mengen. Das ist eine schlechte Kombi. Ja, sehr cool. Ja, danke für den kurzen Ausflug in Richtung Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du in dem großen Zusammenhang Sport und Ernährung gerne loswerden möchtest? Wenn es dir als Sportlerin, als Sportler tatsächlich ernst ist, dann such dir jemanden, der sich damit auskennt. Ja, es gibt ganz, ganz viele tolle Ideen aus dem Internet oder von YouTube oder auch von solchen Podcasts wie diesem hier. Das Ding ist, funktioniert es für dich? Und das ist selten mit einer Checkliste, mit einem Test, mit einem Fragebogen getan, sondern es ist tatsächlich individuell und es ist ein Prozess, der sich über Tage, Wochen, Monate zieht. Gerade bei Leuten, die eben einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, wie Sportler, wie Leute, die auch vielleicht im beruflichen oder im privaten ganz, ganz viel leisten müssen. Da kannst du dir weniger Fehler erlauben. Das ist das Problem. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und ansonsten, es ist nur Essen. Sprich, wir machen es ganz einfach. Wenn du für die Zutatenliste eigentlich ein Chemiestudium brauchst, schenk es dir. Dann gehört es nicht in deinen Körper. Oder nur in kleinen Maßen. Ja, sehr gut. Danke nochmal dafür. Ich meine, wir beide haben schon mal zusammengearbeitet. Ich war da in dem Fall dein Klient und wir haben wirklich mit relativ wenig Aufwand, also klar, wir mussten schon ein paar Sachen umstellen, aber es ist weniger schwierig als gedacht. Und bei mir hat es wirklich einiges verbessert und alle, die mich kennen, die habe ich damit auch zugetextet, wie krass da teilweise Veränderungen waren.
Und ich kann das absolut bestätigen. Es sind kleine Sachen, die man macht, die sind jetzt nicht super krass umständlich. Man muss diese kleinen Dinge dann einfach durchziehen. Und dann hat es aber auch potenziell riesige Effekte auf den Körper. Und das ist schon krass. Und vielleicht als kleine Ausführung dahingehend, wir haben sozusagen meinen Darm gefixt. Also wir haben meine Verdauung ziemlich verbessert. Und ich hatte im Sommer, bin ich relativ wenig aktiv gewesen im Fitnessstudio. Ich bin viel Fahrrad gefahren, ein bisschen Beachvolleyball. Und ich habe jetzt vor circa 2,5 Monaten oder 2 Monaten wieder angefangen, echt regelmäßig und ziemlich oft im Fitnessstudio zu trainieren. Und dass sich Erfolge einstellen, dass ich das Gewicht erhöhen kann, dass ich Rekorde breche, das geht alles so viel schneller als früher. Ich habe das Gefühl, seitdem da meine Nährstoffaufnahme einfach im Lot ist, kann ich auch sportlich viel mehr leisten. Also jetzt nicht bahnbrechend, aber die Erfolge, diese kleinen Schritte, die man machen muss auf der Leiter, um eben ein bisschen besser zu werden, die kommen einfach viel schneller und viel konstanter. Und das ist schon echt ein krass positives Gefühl dafür, dass man im Prinzip nicht viel umgestellt hat, sondern eben nur ein bisschen. Es muss am Ende halt lebbar sein. Und das ist immer Ja, das absolut. Wichtige. Man kann für einen kurzen Zeitraum, wenn man jetzt, wie gesagt, einen Wettkampf hat, dann kann man für einen kurzen Zeitraum sich auch mal, ja, mehr oder weniger selbst geißeln, selbst kasteien und da irgendwie noch Gewicht machen oder was auch immer. Für aber eine langfristige, nachhaltige Leistungssteigerung wird es immer nur über diesen Kanal Verdauung letztendlich gehen. Anders ist es langfristig nicht möglich. Oder es ist halt, naja, irgendwo sehr, sehr rausgeschmissenes Geld. Weil wenn es nicht ankommt, kann es nicht wirken. Ganz einfach. Ja, cool. Wie kann man dich denn erreichen? Wie kann man denn noch mehr von dir erfahren? Hast du irgendwie Instagram, E-Mail, irgendwas? Ja, ich arbeite mit Brieftauben. Nein. Ja, ich habe eine Internetseite, ganz einfach www.felix-neuhaus.de. Ansonsten findet man mich auch bei Instagram. Vielleicht können wir das ja unter dem Podcast alles nochmal verlinken. Wird ja Gerne. sicherlich möglich sein. Und ansonsten einfach anrufen, einfach eine Mail schreiben. Ich bin auf den meisten Kanälen ganz gut zu erreichen und dann schauen wir, wie ich da weiterhelfen kann. Super. Ja, dann bedanke ich mich, dass du heute da warst und ja, vielleicht auf ein nächstes Mal. Hoffentlich. Alles klar. Felix, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis bald.